Ja, schönen guten Abend. Es ist schade, dass wir mit diesem furchtbaren Thema anfangen, aber es ist dafür trotzdem eine großartige Leistung. Bestialisch, widerwärtig, grausam. Ich denke, es gibt kein Verbrechen, das größeren Abscheu erregt als der sexuelle Missbrauch von Kindern. Und die Verfolgung der Täter und die Hilfe für die Opfer hat darum bei Polizei- und Justizbehörden selbstverständlich höchste Priorität, oder? Das jedenfalls sollen wir denken, wenn die Ermittler mal wieder eine dieser unglaublich brutalen Tätergruppen aufgespürt haben und hochgehen lassen. Doch der Eindruck täuscht. Tatsächlich versagen die Behörden an einer entscheidenden Stelle. Die fotografischen Trophäen, mit denen die Täter ihre Perversionen feiern, finden auch noch Jahre nach den eigentlichen Taten tausendfach Verbreitung und quälen die Opfer weiter mit dem Wissen, dass die Gewalt, die gegen ihre Seelen und Körper ausgeübt wurde, auch weitere Taten stimuliert. Und es war dieses offenkundige Unrecht, das den beiden Kollegen Daniel Moosbrugger und Benjamin Güldenring keine Ruhe gelassen hat. Eigentlich hatten sie im Frühjahr 21 zunächst nur recherchieren wollen, wie Pädokriminelle auch private Kinderfotos von Postings auf Facebook oder Instagram in ihre Bildersammlungen übernehmen. Und ihr Bericht sollte Eltern warnen. Aber dabei stießen sie auf ein Phänomen, das da im Einspieler schon mal kurz dargestellt war, aber das muss man sich schon noch klar machen. Selbst Moosbrugger erzählte mir, er hätte es am Anfang gar nicht glauben mögen. Die vielen tausend Bilder und Videos über die Missbrauchstaten sind keineswegs im Darknet unzugänglich verborgen, wo die Behörden sie nicht sperren können. Nein, die Täter speichern sie bei ganz legalen IT-Dienstleistern, den sogenannten Hostern, nur damit sie selber nicht die teuren Server betreiben müssen. Und stattdessen tauschen sie untereinander nur die Links zum Download aus dem normalen öffentlich zugänglichen Netz. Mit anderen Worten, der ganze Mist ließ sich löschen, man musste Hoster nur dazu auffordern. Und das begriffen die beiden relativ schnell. Und da bewiesen sie, und das ist, darauf lege ich Wert, da bewiesen Moosbrugger und Güldenring, dass Journalisten immer dann die beste Arbeit leisten, wenn sie sich mit dem Gegenstand ihrer Recherchen wirklich richtig gut auskennen und in diesem Falle eben das Darknet und die für die Recherche benötigte Software und, auch das ist wichtig, mit der Rechtslage. Denn das Gesetz verbietet ja eigentlich ausdrücklich, die Bilder von den Taten überhaupt aufzurufen, geschweige denn sie selber nochmal zu speichern. Aber Güldenring, der dann auch noch Fachinformatiker ist, wusste, wie man damit richtig umgeht. Er erweiterte den Browser, den Tor-Browser, mit dem man im Darknet fischen kann, um ein Add-on, wenn man so will, das beim Suchen in den Foren dieser Täter die Bilder automatisch sperrte, sodass nur Texte und Links überhaupt erschienen. Und nur so war es überhaupt halbwegs legal, diese Recherche durchzuführen, jedenfalls zumindest so legal, dass Klaus Siegmann, der Justiziar des NDR, grünes Licht geben konnte, für das eigentliche starke Vorhaben. Anhand der gefundenen Links forderten sie die Speicherdienstleister zur Löschung auf. Und die haben das fast durchgehend, auch umgehend erledigt, um sich nicht selbst strafbar zu machen. Und der Clou war, und da zeichnet sich dann eben wirklich Kenntnis aus, als die Täter entdeckten, dass immer mehr ihrer Links tot waren, schrieb einer von ihnen ein Programm, das automatisch die noch aktiven Verbindungen anzeigte. Aber die Kollegen drehten den Spieß um. Sie nutzten dann dieses Programm, um genau die Links aufzuspüren, die noch aktiv waren und haben dann damit einen umso größeren Effekt erreicht und umso mehr Hoster auffordern können zum Löschen. Und gemeinsam... Und gemeinsam mit den Kollegen Robert Bongen von Panorama, Lutz Ackermann von Steuerung F und Max Hoppenstedt, Jörg Diehl und Roman Leberger vom Spiegel machten sie dann daraus ein grandioses Medienprojekt. Das Team sorgte nicht nur für die Löschung von mehr als 80.000 dieser Bilder und Videos. Zugleich, das ist noch vielleicht viel wichtiger, sie verschafften endlich auch den Opfern und ihren Eltern die öffentliche Wahrnehmung für ihre Klage gegen die endlose Fortsetzung der Taten im Netz. Da sagte dann etwa der Vater eines Mädchens, das im Alter von nur 3 Jahren von einem Nachbarn vergewaltigt worden war: Zu wissen, dass sich die Leute das immer noch anschauen, ist für uns alle kaum auszuhalten. Die Bilder sollen verschwinden. Es muss sich endlich jemand darum kümmern.
Und dafür sorgte das Team dann zumindest für den Teil der Bilder, auf den sie Zugriff kriegten. Und dann deckten sie auch noch den Skandal im Skandal auf. Denn obwohl sie zeigen konnten, wie einfach die Löschung eigentlich zu bewerkstelligen ist oder zu erzwingen ist gewissermaßen, weigern sich die Beamten des Bundeskriminalamtes bis heute, dies nun fortan selbst mit der gleichen Methode zu organisieren. Und das auch noch mit Deckung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die verbreitet doch allen Ernstes die Behauptung, für die Polizei fehle die Rechtsgrundlage, um diese Löschung zu betreiben. Das sei Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Die zuständige Staatsanwältin aber sagt, genau das Gegenteil ist richtig. Dies sei definitionsgemäß eine präventive polizeiliche Aufgabe und müsse durch die Polizei erledigt werden. Ich meine, also ich muss zugeben, als ich das gelernt habe, jetzt vorgestern im Gespräch mit dem Kollegen, da habe ich gedacht, manchmal gibt es Sachen in Deutschland, die kann man sich gar nicht ausdenken. So absurd sind sie, dass sie sich wirklich bei dieser unglaublich wichtigen Aufgabe darüber streiten, wer jetzt zuständig ist. Ja. Es ist das ist sehr enttäuschend, wie mir die Autoren sagten, aber ich wage die Vorhersage, dass es trotzdem nur eine Frage der Zeit ist, bis die Behörden die Methode des Teams von NDR und Spiegel übernehmen und mit dem Einsatz von ein bisschen Verstand und noch ein bisschen mehr Ausdauer diesen monströsen Verbrechen gegen die Kinder die informationstechnische Basis großteils entzogen wird. Und dass sie den Weg dahin gezeigt haben, dafür gebührt den Kollegen wirklich unser aller Dank. Und den Otto-Brenner-Preis haben sie alle mal verdient. Medienprojektpreis der Otto-Brenner-Stiftung für das Team vom NDR und vom Spiegel. Bitte, kommen Sie zu. Herzlichen Glückwunsch. Das Team war noch deutlich größer, aber stellvertretend sind jetzt hier Daniel Moosbrugger, Max Hoppenstedt und Robert Bongen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder, das ist eins der sensibelsten überhaupt. Die Misshandlung an sich bedeutet schon ein sehr grausames Verbrechen. Aber was es für die Opfer bedeutet, noch jahrelang mit Fotos und Videos im Netz präsent zu sein, das ist etwas, was auch durch Ihre Recherche überhaupt erstmal so ins Bewusstsein gekommen ist. Der Missbrauch, der geht ja in gewisser Weise für die Opfer da immer weiter, oder, Herr Bong? Das ist definitiv so. Das ist definitiv so. Harald Schumann hat es ja schon angedeutet. Wir haben mit vielen Betroffenen gesprochen und die sagen alle unisono, der Missbrauch ist nicht vorbei. Solange Bilder im Netz kursieren, geteilt werden, geht das immer weiter und ich kann mit der Tat nicht abschließen. Das ist wirklich erschütternd. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die als Kind missbraucht worden ist von ihrem Onkel. Der hat Bilder ins Netz gestellt und die hat während des Gesprächs immer gesagt, stell dir vor, jetzt im Moment guckt sich irgendwo auf der Welt diese Bilder an. Und die war natürlich auch erschüttert darüber, dass, als wir erzählt haben, dass die Behörden nicht alles tun, um diese Bilder aus dem Netz zu bekommen. Ja, das wundert einen in der Tat. Sie zeigen in Ihrer Recherche, wo diese Files, diese Missbrauchsdateien im Netz liegen. Und das wirklich Verblüffende ist, wir haben es auch gerade in der Laudatio gehört, die liegen auf ganz normalen Servern oder Hosting-Plattformen. Das hätte man nicht erwartet. Hat Sie das auch total überrascht bei Ihrer Recherche? Das hat uns tatsächlich überrascht. Also ich erinnere mich auch noch an den Moment ganz genau. Ich kümmere mich ja schon seit vielen Jahren ums Darknet, um journalistische Recherchen im Darknet auch. Der Kollege Güldenring, der ja auch erwähnt wurde, der heute leider nicht da sein kann, dem ich im Namen des ganzen Teams ganz, ganz herzliche Grüße am Livestream bestellen darf. Du weißt warum. Und ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Und wir saßen da und auch Benny kümmert sich schon wirklich seit Jahrzehnten, kann ich fast schon sagen, um IT-Sicherheit, Darknet kennen wir, aber wir waren noch nie in diesen Foren drin. Und dann saßen wir da und es wurde ja auch deutlich in der Laudatio, wir hatten ein anderes Rechercheziel, aber ich erinnere mich noch genau, das war abends wieder spät geworden, war schon lange nach 0 Uhr und wir wussten, wir mussten eigentlich noch bis morgen was anderes machen. Wir waren die ganze Zeit so, Alter, dieses Zeug liegt im Netz, es liegt im Netz. Und ich weiß auch noch, als ich es Robert das erste Mal erzählt hatte, der so,
Also man spürte mal bei allen so, ja, das kann ja nicht sein. Die zwei ITler, die übersehen was. So, dann würden die Behörden das ja machen. Und diese Frage, den Steuerung F-Film haben wir, glaube ich, genannt, warum löscht niemand die Aufnahmen? Ehrlicherweise dreht die, darum drehen sich meine Gedanken bis heute, weil wir haben dann immer eine Checkliste gemacht, okay, These 1 ist, ja, diese, hört man ja auch immer wieder, die bösen Internetfirmen, die sind nicht kooperativ, die stecken in einer Decke. Und das Gegenteil war der Fall, als wir die ersten zaghaften Mails geschrieben haben, war sofort so, oh, vielen Dank, das wussten wir nicht, das war uns nicht klar, wenn ihr mehr Links habt, schickt sie uns. Und auch die Reaktionen in den Foren, so, also man sollte ja meinen, dass es das normalste Erlebnis eines Pädokriminellen ist, dass wenn ein Inhalt, der einfach löschbar ist, dass er gelöscht wird, dass das normal für ihn ist. Die Pädokriminellen im Darknet waren so, was ist denn hier los? Unsere Inhalte sind auf einmal nicht mehr da. Und das war wirklich, ja, das Weltbild, unser bisheriges Weltbild fiel so in sich zusammen. Und genau, es gipfelte dann, Stichwort Überraschung, es gipfelte dann im Prinzip mit dem Interview beim BKA. Sie zeigen ja auch sehr anschaulich, wie einfach diese Daten im Netz zu löschen sind. Sie konnten in einer ganz kurzen Zeit unendlich große Datenmengen selber löschen. Das ist aber ja eigentlich nicht die Aufgabe von Journalisten, sondern es ist die Aufgabe der Polizei. Und das passiert nicht. Und das ist unfassbar, dass das nicht passiert. Warum nicht? Man muss vielleicht noch mal ganz kurz ausholen und sagen, den deutschen Ermittlungsbehörden sind schon durchaus einige Erfolge gelungen gegen Kindesmissbrauch im Netz in den letzten Jahren. Allerdings gehört eben auch zur Wahrheit, der Fokus, der ermittlungstaktische Fokus ist Täter fassen, laufenden Missbrauch verhindern, Netzwerke zerschlagen. Das ist natürlich richtig wichtig und gut, gehört aber auch zur Wahrheit, das gibt auch schöne Bilder, das gibt vielleicht eine Pressekonferenz mit dem Minister, das gibt Medienberichterstattung. Und durch diese Ermittlungserfolge ist es aber auch so, dass die Strafverfolgungsbehörden Kenntnis darüber haben, wo diese Missbrauchsbilder liegen. Sie haben es ja vorhin noch mal gut gezeigt. Das ist eben eigentlich erreichbar. Das sind Leute, die sogar sagen, danke, dass ihr uns das sagt. Das wollte ich nie auf meinen Servern haben. Und das ist aber eben nicht geschehen. Das ist nicht der Fokus. Obwohl sich die Bundesregierung eigentlich diesem Grundsatz verpflichtet hat, sie nennt das Löschen statt nur Sperren. Aber die Zahlen sind lächerlich, die in diesen Berichten jährlich stehen im Vergleich zu dem, spottet jeder jedem Vergleich zu dem, was auf diesen Darknet-Plattformen ist. Jetzt vielleicht noch ein letztes. Es ist ein bisschen was geschehen. Das Bundeskriminalamt hat es in einem Fall etwa angestoßen, dass Missbrauchsdarstellungen gelöscht werden. Das Thema hat auch die Politik erreicht, wie der Weg so ist, von oben irgendwann zu den Behörden nach unten. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das werden wir uns anschauen. Aber die Innenministerkonferenz hat angeschoben, dass da ein Meldeweg entwickelt werden soll, dass das in Zukunft auch gelöscht wird. Man wird sehen. Na, hoffen wir mal das Beste. Das ist ein wahnsinnig, wir haben es gesagt, ein sehr sensibles Thema. Auf welche großen Herausforderungen sind Sie denn gestoßen bei der Arbeit dazu? Es waren und sind wirklich ganz besondere Recherchen. Ich glaube, ich würde mal an sehr, sehr viele Herausforderungen, auch was du mit der betroffenen Seite natürlich. Ja, viele Betroffene wollen darüber nie wieder reden und so weiter. Ich würde mal in meiner Arbeit zwei Herausforderungen herausgreifen wollen. Einmal die rechtlichen, die schon angeklungen sind, und auch die psychischen Herausforderungen. Die psychischen haben wir erstaunlicherweise, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen, weil wiederum hier gilt der Dank vor allen Dingen auch an Benny, den Informatiker bei uns im Team, weil wir für unsere großen Datenrecherchen einfach viele Tools an die Hand bekommen haben, dass wir sehr, sehr vieles nicht sehen, was man hätte sehen können. So, und das entlastet das Gehirn schon sehr, so schlimm das ist, weiterhin Text zum Beispiel zu lesen und die zu sehen, wie auch, was für eine Selbstrechtfertigung es gibt. Kinder wollen doch Sex mit Erwachsenen haben und so weiter und so fort. Wenn man das 8-9 Stunden am Arbeitstag liest, dann ist das durchaus Ballast, aber es ist schon sehr, sehr gut, dass man diese Fotos nicht sieht. Und das ist uns ja gelungen mit unserem Tool, sodass ich da auch allen Kolleginnen und Kollegen auch den Hinweis geben kann, dieses Thema ist so wichtig. Und selbst wenn es eklig ist, es gehört auch dazu, dieses Thema auch anzupacken aus erster Hand, sich selber ein Bild zu machen. Da sind wir dann aber sofort bei den juristischen Herausforderungen, und auch da ist der Name Klaus Siegmann
schon gefallen. Euer Justizariat hat dann auch nochmal beim Spiegel sehr intensiv geprüft. Und die juristischen Herausforderungen sind insofern relativ delikat. Klaus Siegmann sagte das mal einmal zu mir: Herr Moosbrugger, wir können Ihnen hier Rechtsgutachten schreiben. Das ist alles schön und gut. Und wir glauben auch und sind überzeugt davon, dass wir das können, was wir tun. Aber wir sind im Strafrecht. Und Strafrecht, da begehen Individuen Straftaten. Und wenn irgendein Richter in Deutschland zu der Überzeugung kommt, dass Sie das nicht durften, dann sind Sie als handelnde Journalistinnen und Journalisten dran. Und dann haben Sie in Ihrer Akte stehen, dass Sie vielleicht tausendfach dieses Material besessen haben. Worauf ich hinaus will, ist, ich finde, diese Recherche ist an vielen Punkten auch eine Mahnung an uns als Branche, darauf zu achten, was wir für Rechte haben. Und wir haben in dem Bereich keine Rechte. Es gibt im deutschen Gesetz nichts, was uns irgendwie einen Spielraum eröffnen, also jetzt die lege data sozusagen, erstmal einen Spielraum eröffnen würde, wo sich wirklich mal jemand dahingesetzt hat und gesagt, okay, da dürfen auch Journalisten recherchieren. Wir haben trotzdem juristische Wege gefunden mit einem großen Sicherheitskonzept, mit bestimmten Paragraphen, aber wir haben natürlich auch sehr enge Grenzen. Und das ist schon etwas, wo ich mir auch eine stärkere Rechtssicherheit wünschen würde in Zukunft. Ja. Ja, umso bewundernswerter, dass Ihnen diese Recherche gelungen ist. Und Sie haben gesagt, Sie wollen das Preisgeld gerne spenden. Ja, wir haben uns entschieden, das Preisgeld zu spenden an zwei Organisationen, die Betroffene unterstützen. Ich will vielleicht ganz kurz zum Abschluss nochmal sagen, Sie haben es auch schon wunderbar in der Laudatio nochmal gesagt, das ist ein Thema, was immer wieder von den Sicherheitsbehörden vor allen Dingen in die Öffentlichkeit getragen wird, wenn es darum geht, mehr Befugnisse zu bekommen für Ermittlungen. Und das führt aber dazu, dass wirklich ein bisschen zu wenig beleuchtet wird, was es eigentlich noch für wichtige Instrumente gibt, um den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder stärker voranzutreiben. Und dazu gehört Prävention, dazu gehört auch bessere Sensibilisierung in der Kinder- und Jugendarbeit und dazu gehört eben eine Stärkung der Infrastruktur von den Betroffenen, von den Einrichtungen, die Betroffenen unterstützen. Deswegen haben wir uns entschieden, das zu machen. Toll, und zu dieser Spende gibt es noch einen kleinen Nachtrag und dazu bitte ich jetzt Jürgen Kerner aus dem Vorstand der IG Metall auf die Bühne. Davon wissen wir nichts. Wir wollen diese tolle Initiative von euch, das Preisgeld zu spenden, unterstützen und wollen auch nochmal jeweils als IG Metall 2000 Euro mit dazugeben, dass bei den Opfern auch wirklich was ankommt. Tolle Aktion und tolles Zeichen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Freuen wir uns total. Auch über den Preis. Vielen Dank an die Otto Brenner Stiftung, an die Jury. Das war wirklich ein Herzensprojekt, das uns lange Zeit begleitet hat, wo wir viel Zeit und Energie reingesteckt haben. Und umso mehr freuen wir uns über diesen Preis. Und vor allen Dingen das ist irre. Vielen Dank. Vielen Dank.